Bastelkeller, in dem es sich um den erst zweiten Delta-Drucker handelt. In diesem Video möchte ich daher etwas mehr auf die Besonderheiten der Delta-Mechanik eingehen. Offensichtlich ist, dass der Drucker bauartbedingt mit 101 cm inklusive Filamentspule recht hoch ausfällt, mit einer dreieckigen Basis von 46 cm Kantenlänge aber recht wenig Platz auf der Werkbank einnimmt. Geliefert wird der QQS Pro weitgehend vorgefertigt, der Zusammenbau verlangt aber nach ein wenig Mitdenken. Wer schon Erfahrungen mit 3D-Druckern gesammelt hat, wird aber vor keine unüberwindbaren Hindernisse gestellt. Die Bilder, die ich vom Zusammenbau gemacht habe und weitere Detailfotos des montierten Geräts gibt's auf meinen Seiten als Download-Paket, somit sollten die letzten Unklarheiten beseitigt werden. Vor dem Zusammenbau habe ich erst einmal einen genaueren Blick ins Innere des Sockels geworfen, in dem alle Komponenten sauber verlegt sind. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 24 Volt bei bis zu 15 Ampere, was einer elektrischen Leistung von 360 Watt entspricht. Zentrales Element der Hauptplatine, das sich laut Druckermenü als MKS Robin Miniboard zu erkennen gibt, ist der Mikroprozessortyp STM32F, auf dem die Marlin-Firmware läuft. Die Schrittmotortreiber sind nur aufgesteckt und können somit bei Bedarf schnell getauscht werden. Gut so. Die drei Schrittmotoren zur Bewegung des Druckkopfes befinden sich ebenfalls in dem Sockel. Die beschichtete Glasplatte ist mit dem beheizten Druckbett fest verklebt, kann also nicht abgenommen werden. Komplett zusammengebaut hatte ich den Drucker nach etwa einer Stunde. Die Mechanik ist recht stabil, aber nicht völlig frei von Verwindungen. Man muss im Hinterkopf behalten, dass es sich hier um einen recht günstigen Delta-Drucker handelt und unter diesem Gesichtspunkt geht die Steifigkeit des Rahmens in Ordnung. Der Druckkopf des QQS Pro ist an 6 Schubstangen aufgehängt. Jeweils 2 dieser Schubstangen führen zu den 3 Kanten des Rahmens. An diesen befinden sich 2 parallel verlaufende Rundstäbe mit Durchmessern von 8 mm. Längs dieser Stäbe erfolgt die Führung durch Messingbuchsen. Die Rundstäbe sind gerade, die Illusion einer Biegung wird lediglich durch das Weitwinkelobjektiv meiner Kamera erzeugt. Der Antrieb erfolgt über Zahnriemen. Die Riemenspannung kann bequem an den Umlenkrollen oben am Gehäuse mit Hilfe von Rändelmuttern eingestellt werden. Ist das erledigt, so läuft die Mechanik schön geschmeidig. Die Schubstangen sind über Kugelköpfe mit den Führungen an den Rundstangen bzw. am Druckkopf befestigt. Es werden jeweils 2 parallel verlaufende Schubstangen verwendet, um ein Verdrehen des Druckkopfes zu verhindern. Das System ist nicht völlig frei von Spiel und Verwindung, aber auch hier gilt es, den günstigen Preis im Auge zu behalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Druckern befinden sich die Endschalter eines Delta-Druckers am oberen Ende der Mechanik. Wird der Homing-Prozess, also das Fahren zu den Endschaltern, ausgelöst, so bewegt sich der Druckkopf entsprechend nach oben. Dabei drehen sich alle Schrittmotoren gleichzeitig und sobald ein Endschalter erreicht ist, wird nur der betreffende Motor gestoppt, bis schließlich alle 3 Endschalter erreicht sind. Der QQS Pro besitzt einen Sensor zum Auto-Leveln des Druckbetts. Dieser besteht aus einem mechanischen Schalter, der vor dem Starten der Prozedur per Magnet am Druckkopf befestigt werden muss. Ferner muss das Kabel des Endschalters mit der Buchse am Druckkopf verbunden werden. Ist das erledigt, kann der Auto-Level-Prozess gestartet werden. Zuerst werden 3 Punkte an den Kanten des Druckers vermessen. Ist das erledigt, wird ein Raster aus insgesamt 21 Punkten auf dem Druckbett angefahren und vermessen. Anschließend muss der Endschalter wieder entfernt und die Z-Höhe eingestellt werden.
Das geschieht, indem der Druckkopf über den Touchscreen in Z-Richtung so bewegt wird, dass ein Stück Papier nur noch leicht klemmend zwischen Düse und Druckbett hindurchgezogen werden kann. Nicht vergessen, den Wert anschließend im EEPROM zu speichern, womit die Prozedur abgeschlossen ist. Eine Besonderheit von Delta-Druckern liegt darin, dass die druckbare Grundfläche kein Rechteck wie bei herkömmlichen kartesischen Druckern, sondern einen Kreis bildet. Beim QQS Pro beträgt der Durchmesser der druckbaren Fläche 25,5 cm, die maximale Höhe der Drucke liegt bei 36 cm. Der große Vorteil der Delta-Mechanik liegt darin, dass das Druckbett nicht bewegt wird. Stattdessen wird nur die relativ kleine Masse des Druckkopfes angetrieben. Das schwere Druckbett und auch die zu druckenden Objekte bleiben stets an Ort und Stelle. Da nur eine kleine Masse bewegt werden muss, können die Schrittmotoren mit hohen Beschleunigungswerten angesteuert werden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass an der Bewegung des Druckkopfes in eine Richtung meist zwei oder gar alle drei Motoren gleichzeitig arbeiten, getreu dem Motto: Gemeinsam sind wir stärker. Aber auch hier kann die Physik nicht außer Kraft gesetzt werden. Wie bereits gesagt, handelt es sich bei dem QQS Pro um einen preiswerten Drucker, die Mechanik setzt dem Geschwindigkeitswahn keine allzu hohen Grenzen. Es ist ein Bowden-Extruder verbaut, der Extrudermotor schiebt das Filament mit einer Getriebeuntersetzung von 3:1 in Richtung Hotend. Der schwere Schrittmotor befindet sich auf der Oberseite des Gerätes und muss somit beim Drucken nicht bewegt werden. Die Druckbettheizung erreicht die vom Hersteller angegebene Maximaltemperatur von 110 Grad Celsius nach 10 Minuten, wobei die Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Messung bei 16 Grad Celsius lag. Zeit für einen ersten Druck, der über den gut ansprechenden 3,2 Zoll Touchscreen schnell gestartet ist. Meine Standardeinstellung für die erste Lage ist 0,35 mm und um dem Kunststoff ausreichend Zeit zu geben, auf dem Druckbett zu haften, beträgt die Druckgeschwindigkeit nur 15 mm pro Sekunde. Die Haftung auf der beschichteten Glasplatte des Druckbetts ist gut, die kleine, dünne Struktur löst sich nirgends ab, ich verwende dabei keinen Haftvermittler. Die folgenden Lagen werden mit einer Schichtstärke von 0,2 mm gedruckt. Als Material verwende ich PETG. Die Druckbettheizung ist auf 90 Grad Celsius gesetzt, das Hotend auf 240 Grad Celsius. Die Druckgeschwindigkeit habe ich nach der ersten Lage auf 40 mm pro Sekunde erhöht. Die Extrusionsweite beträgt 0,7 mm. Der Druck ist mit diesen Einstellungen nach 9 Minuten fertig. Von diesen Bauteilen benötige ich mehrere, somit folgt eine Steigerung der Druckgeschwindigkeit von Teil zu Teil. Hier sind es 60 mm pro Sekunde, hier 80 mm pro Sekunde, die Einstellungen für Schichtstärke und Extrusionsweite bleiben jeweils gleich. Den Lüfter für Bauteilkühlung sollte ich aber einschalten, wie hier rechts zu sehen ist. Mit 100 mm pro Sekunde und Bauteilkühlung geht's weiter. Bis schließlich 120 mm pro Sekunde als Einstellung in Slicer Verwendung finden. Zu sehen ist, dass nicht konstant mit 120 mm pro Sekunde gedruckt wird. Die Firmware rechnet mit Beschleunigungswerten, was bedingt, dass die Maximalgeschwindigkeit nur in der Mitte des großen Bogens erreicht wird. Dennoch halbiert sich die Druckzeit auf nur noch etwa 4 Minuten. Der Extrudermotor hat keine Schwierigkeiten damit, das Filament mit der geforderten Geschwindigkeit durch das Hotend zu pressen. Am großen Zahnrad ist zu sehen, dass die Extrusionsgeschwindigkeit analog zur Bewegung des Druckkopfes ebenfalls beschleunigt und abgebremst wird. Der direkte Vergleich der beiden Bauteile, gedruckt mit 40 bzw. 120 mm pro Sekunde, zeigt, dass am schneller gedruckten Bogen senkrechte Linien auftreten. Die Mechanik ist, wie schon angesprochen, nicht völlig frei von Spiel und auch nicht hundertprozentig unflexibel.
Die restlichen Klammern werden in einem Durchgang gedruckt. Als Maximalgeschwindigkeit sind 80 mm pro Sekunde eingestellt. Die auf dem Druckbett verteilten Klammern haften alle gut, das automatische Leveln funktioniert offensichtlich nicht schlecht. Die Klammern dienen dazu, die Kabel der Endschalter fern von den beweglichen Teilen zu halten, eine Verbesserung, die sich im Dauerbetrieb sicher bezahlt machen wird. Nächster Testdruck ist das obligatorische Benji. Als Material kommt die kleine Rolle weißes PLA zum Einsatz, die dem Drucker beigelegen hat. Die maximale Druckgeschwindigkeit ist mit 40 mm pro Sekunde eher klein gewählt, macht den Druck aber vergleichbarer mit früheren Tests anderer Drucker. Fotos des Benji in hoher Auflösung gibt's wie immer auf meinen Seiten, somit könnt ihr euch selber ein Bild von der erreichbaren Druckqualität machen. Nächstes zu druckendes Material ist ABS. Gedruckt wird eine simple Schachtel mit einer Grundfläche von 100×50 mm. Die Grundplatte ist 2 mm dick. Darauf werden die ebenfalls 2 mm dicken Wände gedruckt. ABS schrumpft recht stark beim Abkühlen, was dazu führt, dass sich der Druck verwindet. Zu sehen ist, dass sich die Ecken von der Druckplatte ablösen, sobald eine Höhe von etwa 10 mm erreicht ist. Später hat sich ein horizontaler Riss gebildet, der den Druck vollkommen unbrauchbar gemacht hat. Materialien wie ABS, die zum Warping neigen, sollten in einer möglichst hohen Umgebungstemperatur verarbeitet werden. Der Druckraum kann beim QQS Pro sehr leicht verkleidet werden, womit die Umgebungstemperatur im Innern deutlich steigt. Für einen schnellen Test habe ich aus 2,5 mm Plexiglas drei Platten zurechtgeschnitten und mit Klebeband befestigt. In meinem nur ca. 14 Grad kalten Videostudio ergibt sich für die Außenscheibe eine Temperatur zwischen 30 und 40 Grad Celsius. Die Wellenlänge, die das Infrarotthermometer zur Messung verwendet, kann das Plexiglas nicht durchdringen. Erwärmt wird der Bauraum von der Druckbettheizung und zu einem sehr kleinen Teil natürlich auch vom Hotend. Neben dem dreieckigen Rahmen mit Deckel ist sehr von Vorteil, dass bei dem Delta-Drucker die elektronischen Komponenten außerhalb des geschlossenen Druckraums bleiben, so auch die Schrittmotoren für den Antrieb der Mechanik, die sich zusammen mit Mainboard und Netzteil im nicht beheizten Sockel befinden. Der QQS Pro nimmt auch mit der Verkleidung nicht mehr Platz auf eurer Werkbank ein. Der Extrudermotor oben am Rahmen kann ebenfalls mit wenig Aufwand außerhalb der beheizten Zone befestigt werden. Lediglich der Befestigungswinkel muss um 180 Grad verdreht angeschraubt werden. Dass das Druckbett bei einem Delta-Drucker nicht bewegt wird, bringt beim Druck von ABS einen weiteren Vorteil mit sich. Bei einem sich bewegenden Druckbett wird das Werkstück von Luft umströmt und somit zusätzlich gekühlt, was das Warping begünstigt. Hingegen kann sich bei dem hier stillstehenden Werkstück ein isolierendes Luftkissen rund um die Wände ausbilden. Das Material verwindet sich deutlich weniger und es bilden sich keine Risse, der Druck der Schachtel gelingt. Der FL-SAN QQS Pro ist sicher nicht der geeignetste Drucker für Anfänger im Bereich 3D-Druck, da beim Zusammenbau und Betrieb ein paar Besonderheiten zu beachten sind. Wer nicht gerade über zwei linke Hände verfügt, wird aber vor keine unlösbaren Probleme gestellt und hat recht schnell einen einsatzbereiten 3D-Drucker. Wer in die immer noch irgendwie exotische Welt der Delta-Drucker eintauchen möchte, kann das mit dem QQS Pro machen, ohne gleich das ganze Konto plündern zu müssen. Behält man den relativ günstigen Preis im Auge und schraubt seine Erwartungen nicht ins Unendliche, so erwirbt man einen 3D-Drucker, der anständige Resultate mit anständiger Geschwindigkeit liefert. Die Auto-Level-Funktion macht den Betrieb des Druckers sehr einfach und komfortabel, mit Delta-Druckern zu arbeiten ist kein Hexenwerk. Die Option, schnell und günstig einen geschlossenen Druckraum schaffen zu können,